Video game bros shed sweet tears. Yes, hello, thanks. Sorry, nochmal auf Deutsch. Willkommen im Stream, im Übersetzungsstream zu Niemals Forgetti. Fangen wir mal an. In remembrance of video game history's losers, in Erinnerung an die Verlierer der von Videospielen, wir haben ein didaktisches Live-Game-Seminar, interessant. Does it work? Nice. Funktioniert's nett. Really danke für diese sehr dramatische Einleitung. Yes, und ja, es wird jetzt anfangen. Audio input, please. Audio input, bitte. Storytelling has often favored Geschichten erzählen, Geschichten bevorzugen Charaktere, die privilegiert sind. Der prominente, saubere, weiße Cis-Mann ist die Fokusfigur der meisten Geschichten. Aber diese Geschichten haben nicht wirklich viel Aufmerksamkeit auf Frauen gegeben, die nur, oft nur dazu da sind, irgendwie deren Opfer oder Sieg sichtbar zu machen. Was passiert nach den Credits? Vergessen wir sie einfach? Heute erzähle ich die Geschichte von den Verlierern der Geschichte, um uns. Hier fangen wir jetzt an. Das bin ich, Jenny Vorfahrt. Wie du siehst, ich bin Musikproduzent und Fashion Model und außerdem DJ. Und ich sehe mir eine Lokalbetäubung ruhiger Träume und unerfüllter Wünsche. Also wie gehen wir durch diesen Talk? Und diese ganzen weiblichen Heldinnen zu erinnern. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal ein Videospiel gespielt hat, aber ich glaube, ja. Wir fangen einfach mal an mit einem Videospiel. Einem klassischen Videospiel. Design. Also eine Wahl, die offen in JRPGs passiert, also Rollenspielen, die aus Japan kommen. Wir sehen ein Blumenfeld unter einem endlosen Horizont. Wir sehen, dass sehr oft JRPGs wie Final Fantasy. Kennt ihr das? Ja, wahrscheinlich, ja. Und älteren und neueren Sachen. Und in diesen Geschichten sind oft Frauen in Blumenfeldern. Und es ist oft eine sehr hübsche, auf hoch aufgelöste Filmszene. Und die Frauen darin fangen dann irgendwie diese Blütenblätter, die von umfallen. Für viele Frauen ist das die einzige Möglichkeit, sich da richtig reinzufühlen, bevor die Szene verschwindet. Dieses Blumenfeld ist wirklich ein Klischee-Setting, um zu zeigen, dass Frauen wirklich nicht wirklich eine Geschichte. Sie haben nicht wirklich einen Platz in der Erzählung. Sie sind diese passive Kreatur, die so in der Luft schwebt und einfach wartet, dass irgendwas passiert, bis sie einen Glauben fangen kann oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin selber keine Frau, deshalb weiß ich nicht, wie man sich da fühlt. Also keine Ahnung. Was machen wir jetzt also? Wir verlassen diese Geschichte, diesen pathetische, romantisches Setting dieses Blumenfeldes, erbärmlich romantisch. Und wir können eigentlich nur nach unten gehen und verlassen dann diesen Ort. Und dann kommen wir zu dem Ort, wo alle Frauen liegen, wenn sie sterben. Im Friedhof. Ich habe diesen Ort hergestellt, um alle Frauen zu erinnern, die in Videospielen gestorben sind. Also, was wir jetzt machen werden, ist,
Ich gebe dir euch theoretisches Wissen dafür, dass Frauen, dafür die Gründe, dass Frauen sterben in Videospielerzählungen. Am Anfang, das habe ich vergessen, weil ich etwas Besonderes gebracht habe. Das ist das hier. Das ist der offizielle Strategie-Guide für das Spiel. Das ist Niemals Forgetti, Never Forgetti. Also lass uns das einfach lesen. Der erste Grund ist die Butch-Therapie. Ich lese es einfach mal, weil das einfach kürzer ist, als ich es einfach sagen könnte. Eine heteronormative Geschichte, wo maskuline Frauen keinen Ort haben. Ihre sexuelle Ausrichtung bringt sie dazu, nicht in die Hauptperson interessiert zu sein, der oft ein Macho ist, und macht es sehr schwer, ihre komplexe weibliche Persönlichkeit anzusprechen, weil das sich nicht einfach um Romantik dreht. Und der Grund ist dann, was man dann macht, ist einfach, sie sterben oder sie werden hetero. Wir haben hier also militärische Konversion einer Lesbe. Das ist May Gainsborough von Metal Gear Solid, ein sehr beliebtes Spiel Anfang der 2000er. Um 2000. Das war wirklich ein Hit. Es war ein sehr gutes Spiel. Was passiert mit Meryl? Meryl ist eine sehr starke Butch, wie du siehst. Sie hat sehr großen Bizeps. Und einen Anker drauf. Und sehr klischee maskuline Filmfrau. Sie ist im Militär, sie ist kein Pirat. Aber was auch immer. Was passiert mit ihr? Habt ihr Metal Gear Solid gespielt? Ja, okay. In Metal Gear Solid war Meryl erst diese stolze Lesbe, die nicht mit mit dem männlichen Protagonisten namens Snake nicht wirklich was zu tun haben wollte. Snake-Schlange, das ist halt sehr offensichtlich was Fallisches. Also, sie hat nicht so richtig geklappt mit ihm und sie war halt so eine stolze Lesbe, ich brauch dich nicht, ich komm gut ohne dich klar. Und am Ende wurde sie von einem psychokinetisch begabten Menschen gegen den Hauptcharakter gedreht, sodass sie ihn angreifen musste und alle waren so, ja, endlich. Ein Bossfight kassiert. Und der einzige Weg, wie du diesen Boss bekämpfen kannst, ist, du musst ihr Ohrfeigen geben, bis sie ohnmächtig wird. Das Spiel bringt dich dazu, in häuslicher Gewalt mitzumachen, was sehr merkwürdig ist, würde ich sagen. So viel zu Meryl. Und das ist auch eine Story, wo sie einfach stirbt. Also, um zu dieser Präsentation zurückzukommen. Das nächste ist das neochristliche Märtyrium. Ich erkläre mit diesem Guide einmal kurz, was das neochristliche Märtyrium heißt. Es ist ganz einfach. Es passiert eine Apokalypse und die wird abgewendet durch die Opferung einer beliebten Frau. Ist sie wirklich nur gestorben, damit Männer froh sein können? Und hier haben wir jetzt das ist jetzt ein Spoiler, das ist aber 2018, fast 19. Das ist Aerith Gainsborough, die in Final Fantasy VII stirbt. Und das ist ja sehr... Sorry, here's a hair. I have to get rid of that. Entschuldigung, da ist ein Haar, das da weg muss. Sie wurde in den Rücken gestochen von einem Typen mit einem 20 Meter langen Katana. Das ist wirklich 20 Meter lang. Naja, unterschiedlich von 2 Metern bis 20, je nachdem wie übertrieben die Fanboys das machen. Aber es ist ein sehr langes Katana und sie wird von diesem Ding aufgestochen von etwas sehr Fallischen und das scheint sehr verbreitet zu sein, was den Tod von Frauen erzeugt. Also, und da liegt sie dann in ihrem nassen Grab. Und das ist auch der einziges Mal in der Geschichte, wo
wo der härteste Gaming-Bro halt weinen durfte, weil das halt irgendwie echt herzzerreißend ist. Sehr schwer. Herzzerreißend. Hier ist so ein kleines Easter Egg. Ein sagt, wo wir sind, ein Platz der Erinnerung. Es hat nichts mit der Storyline zu tun. Es sagt nur, wir sind hier. Die nächste Grund für Frauen zu sterben ist die zukünftige Heirat. Manche Frauen werden einfach komplett ihrem Sinn entzogen und in ihrer Heirat. Jedoch wird Scheidung nie angesprochen. Das hier ist aus Final Fantasy VI. Sie war ein General der imperialen Armee, bis sie mit dem Protagonisten, mit dem männlichen Protagonisten gekämpft hat. Er ist jedoch noch in verliebt in seine verstorbene Frau. Es gibt, ich kann trotzdem empfehlen, dieses Spiel zu spielen. Es ist 16-Bit, 12-Bit, ich weiß es nicht. Wir sehen wieder Soldaten, die sie aufhalten, und wir sehen, dass es irgendwie ein sexuelles Ding, was davor geht. Aber am Ende beschützt der männliche Protagonist sie, sodass sie ihm das Leben schuldet. Aber am Ende stirbt sie. Es liegt an den schwierigen Situationen. Unfälle passieren im Haushalt, sie heiratet am Ende, so, also kann halt passieren, dass sie dann am Ende auch stirbt. Ich sollte nicht lachen, das ist nicht lustig. Also schon, doch. Das letzte Kapitel in diesem Buch ist die, ist ein königliches Erbe, eine königliche Erbin zu sein. Deine Königin ist jetzt wirklich wieder in einer anderen Burg. Und sie leidet unter den Powerstrukturen, Machtstrukturen da und gebiert halt neue Kinder, die halt auch diesen Machtstrukturen ausgesetzt sind. Wir haben halt viele Prinzessinnen, die halt entführt werden oder fast sterben. Hier habe ich aber die prominenteste. Das ist Princess Di. Nein, das ist Grace Kelly, sorry. Grace Kelly ist wie Prinzessin Di in einem Autounfall gestorben. Merkwürdige Konstellation zwischen ihrem Mann und einem anderen monegassischen Adligen, der da nur rumhängt in Monaco, hat einfach das Geld dafür. Und das passiert dort. Sie musste in einem Autounfall sterben, so wie Lady Di. Es ist sehr ominös, weil das wieder so ein wiederkehrendes Thema ist. Nachdem wir das jetzt erledigt haben, kommt jetzt ein interaktiver Teil. Ich bin mir sicher, ihr habt schon alle drauf gewartet. Was ich hier habe, ist, ich hoffe, ihr habt Stifte mitgebracht, weil ich es nicht getan habe. Was wir jetzt tun werden, ist, jeder nimmt eine Postkarte. Und was wirklich nützlich diesbezüglich ist, es gibt nicht genug für alle, weil ich nicht dachte, dass der Raum so verdammt groß ist. Wenn ihr auf die Rückseite schaut von den Postkarten, dann sieht man unten rechts meine Website. Was ich jetzt möchte, dass ihr tut, ist, was würdet ihr dieser Frau sagen, damit
die Geschichte noch dramatischer wird. Es ist etwas, worüber ihr nachdenken sollt. Was ich möchte, worüber ihr nachdenkt. Ich hoffe wirklich, dass ihr Stifte mitgebracht habt. I think 1 minute is sufficing. Ich denke, eine Minute ist genug. And in the meanwhile we can really Währenddessen können wir zu dieser beruhigenden Musik zuhören. I kind of did all the music for this. Ich habe so ein bisschen die Musik für all das erstellt, komponiert. But just like the backgrounds, I stole half of it. Aber die Hintergründe, da habe ich die Hälfte davon gestohlen. Geklaut. Do these microphones work? Funktionieren diese Mikrofone? Ja. Yeah. Sehr gut. The microphones on the sides? Die Mikrofone auf den Seiten? Wer ist verantwortlich? We'll just try. Wir versuchen es einfach. Yeah. Perfect. Yeah, I think we can go now. Ja, ich denke, wir können loslegen. Right. Okay. Did you think about something you would want to tell them or habt ihr über irgendwas nachgedacht, was ihr ihnen sagen könntet? Irgendwelche Dinge, die ihr ihnen wünschen würdet? Go to the mic, please. Bitte geht zum Mikrofon. So much collaboration. So viel Zusammenarbeit. Ah, ja. Ah, great. Sehr gut. It's not working. Es funktioniert nicht. Now? Ja. Yeah, actually I thought it's gonna be anonymous, so. Ich dachte, es wäre anonym. Also. Tut mir leid, dass ich die Illusion kaputt mache. So, also. Bleib stark. Ihr werdet immer vermisst und geliebt und. Can you repeat that last part? You will always be missed. Und objektifiziert werden. Danke, dass du mein komischer Teen-Crush als Teenager warst. Mein komischer Queer-Teen-Crush als Teenager warst. I did not understand because you said, like, stay strong, but they're... They're freaking dead, so like what does it do to them? Was soll das heißen? Das hat mich ein bisschen gewundert. Bleibt stark, weil sie sind doch tot. Wie können sie denn da? Sie sind doch tot, sie können nicht stark sein. Das ist richtig gut, was du gesagt hast. Sei stark. Das hat nie jemand in der Storyline gesagt. Oh, es gibt noch mehr. You. I'm sorry for your death. Maybe you will not. Es tut mir leid, dass ihr gestorben seid. Vielleicht werdet ihr in einem anderen Videospiel wiedergeboren mit besseren Chancen. But who's, like, maybe we should think about the authorship. Aber vielleicht sollten wir über den Autor des neuen Videospiels nachdenken. Yeah. Vielleicht du. Ja, danke. Oh, that is so kind. Thank you. Das war so nett. Dankeschön. Da ich eher bescheiden bin, wir hoffen, dass ein älterer lesbischer produces your next video game. Das nächste Videospiel produziert. Okay, next one. Okay, nächstes. I think we're good after that, though. Hi, ladies. Come back. Hallo. Hallo. Kommt. Hallo. Damen, kommt zurück und
Schlagt all die Leute, all die Männer, die euch ohrfeigt habt. Zombie? Yeah, they should come back as zombies. It wouldn't work. Sie sollen als Zombies zurückkommen. Return as zombies. Kommt als Zombies zurück. All right. What do you have to say to them? Okay, was sagst du zu ihnen? You're not a dramatic device, but ihr seid kein dramatisches Mittel, ihr seid eine eigene Person. Niemand kann etwas anderes sein. Himmel scheint ein ziemlich männlich dominiertes Feld zu sein. Ihr könnt was anderes finden. Some more appreciating company. Ihr könntet etwas bessere Begleitung finden. Cool. Was wir nicht vergessen sollten, ist, dass es außerdem, vor allem in Videospielen, nicht, sie können nicht wirklich ihre Peergruppe finden, weil sie einfach nur eine begrenzte Anzahl Charaktere haben, die einfach nur da sind, um das Leben von Frauen schwer zu machen. Also füge ich da nichts weiter hinzu. Also, aber danke, dass du beigetragen hast. Das ist sehr nett. Okay, wir müssen ein bisschen schneller machen, glaube ich. Also, das hätte nicht passieren müssen. Es ist nicht deine Schuld. Dein Schicksal wurde von größeren Kräften geschrieben, denen du nicht entkommen konntest. Oh Gott. Von Männern. Von Männern. Danke dafür. Alright, last one. Okay, das letzte. I wrote a bit more, but I'll make it quick. Yeah. Ich habe ein bisschen mehr geschrieben, ich mach's mal kurz. Oder die Essenz davon. If you would type it, you would have to type it the following way. Das müsstest du so schreiben. Auf, Klammer auf. So viele, aber nicht alle, Klammern zu. Hashtag Men are trash. Also lass uns alle patriarchale Skripte in Videospielen zerschlagen. Sehr interessant. Ich muss sagen, aber ich nehme keine Befehle von Männern, Menschen und Publikum entgegen. Dankeschön. Also mit diesen Worten, die gesagt wurden, verlassen wir den Friedhof und finden uns in einer Szenerie wieder nach einem langen Tag auf dem Friedhof, wo die ganzen alten Leute rumhängen, im Friedhof-Café. Hier sehen wir alte Leute, die ihren Kaffee genießen und ihren Kuchen. Und wir haben was gelernt. Also, die Person hier sagt, hey, wieso starrst du mich an? Sehr naheliegend ist, weil so funktioniert Kommunikation nicht. Du starrst Leute nicht einfach an, du wartest einfach, bis sie was sagen, oder? Ist das richtig? Richtig. So funktioniert Kommunikation nicht. Und das würde mich auch ein bisschen, würde mich da auch angegriffen fühlen. Diese Frau weiß nicht, was Butch bedeutet. Weiß jemand noch nicht, was Butch bedeutet? Ist das klar genug? Okay, ich muss das ganz kurz sagen und beleidigend zu sagen. Butch ist einfach männliche Lesbe, also sehr maskulin. Die erste Butch, die wir gesehen haben, ist Meryl mit dem Anker-Tattoo. Und natürlich könnt ihr Butches an ihren Anker-Tattoos erkennen. Actually, to be quite frankly, I don't give a damn about what the sein, others say. Ist mir eher egal, was die anderen sagen, weil wir wissen alle, dass das alle sehr generische Charaktere sind, die nicht wirklich was zu sagen haben. Sie haben nicht mal einen Namen. Also was machen wir jetzt? Was wir machen ist, ich werde zum Ende dieser Show ein konzeptuelles Musikstück spielen. That is about. Can we turn the lights a bit slower? Können wir die Lichter ein bisschen runterdrehen, ein bisschen mehr in die Stimmung zu kommen? Können wir das machen? Können wir das machen? Oder ist das automatisch?
Well, it is Nun, es ist ein Lied über Frauen, die sterben. Im russischen Roulette. Ein bisschen lauter vielleicht. Yeah, let it bang. It's a banger. Lass es knallen. Es ist ein Knaller. Lauter bitte. Yeah. Take a breath. Nimm einen Atemzug. Und nimm einen tiefen Atemzug. Komm runter. Sagt er zu mir. Wenn du spielst, spielst du, um zu gewinnen. Nimm die Pistole und zähl bis drei. Ich schwitze. Ich bewege mich langsam. Keine Zeit zu denken, jetzt bin ich dran. Ihr könnt meine Hände sehen. Du. Ihr könnt mein Herz durch meine Brust schlagen sehen und ich habe schreckliche Angst. Nein. Ich weiß, dass ich durch diesen Test durch muss. Also ziehe ich einfach den Auslöser. Say a prayer. Sag ein Gebet zu dir selbst. Er sagt, schließ deine Augen. Manchmal hilft's. Und du kannst mein Herz nicht schlagen sehen. Du kannst es durch meine Brust sehen, dass ich Angst habe. Nein, ich weiß, dass ich durch diese Prüfung durch muss. Also ziehe ich einfach den Auslöser. Und mein Leben zieht vor meinen Augen vorbei. Ich frag mich, wann ich jemand anderen sehen würde. Ich hatte sehr oft die Chance, auf Wiedersehen zu sagen, aber jetzt ist es zu spät. Du kannst mein Herz durch meine Brust schlagen sehen. Und ich bin schreckliche Angst, aber ich hau nicht ab. Und ich werde nicht so wieder zurückgehen. Du kannst mein Herz durch meine Brust schlagen sehen. Und du weißt, dass ich Angst habe, aber ich hau nicht ab. Nein, ich weiß, dass ich diese Prüfung bestehen muss. Also ziehe ich einfach den Auslöser. And once again. Und wieder einmal bin ich nicht tot. Ich bin ein Mann. Thank you. Danke. How's the time? That was awesome. Thank you. Das war wundervoll. Dankeschön. So, I think we'll head straight into the Q&A. Ich denke, wir gehen gleich zu den Fragen und Antworten. Ja. That was interactive. Weil das war jetzt wirklich interaktiv. It was not. Trügerisch.
interaktiv. Wir wurden die ganze Zeit bloß entlang geleitet. Ich editiere. Ich bin der Moderator gewesen. Ich editiere nicht, was ihr sagt. Okay, is there anyone like cheeky enough to? Oh yes. Es gibt es irgendjemanden? Thank you for your presentation. It was very refreshing. Danke für die Präsentation. Es war sehr erfrischend. Was ich wissen würde, ist, es ist ihr. Du hast die Miss Vorfahrt gewählt, um für diese Präsentation. Was wäre schiefgegangen, wenn du das als Mann gemacht hättest? Gute Frage. Ich habe es am Ende zu stark bedeutet. Ich denke, das ganze Spiel ist immer noch durch den männlichen Blick. Bloß weil ich hier bin, angezogen als eine Frau, eigentlich bin ich bloß, ich schaue bloß so aus wie eine Frau, ich habe keine Brüste, aber das macht auch keine Frau. Also das ist auch nicht der Grund, warum jemand eine Frau ist. Ist das eine Antwort auf deine Frage? Ja, ich denke schon. Danke. Yes. Oh, sorry. I'm sorry, I came in a little bit late. So sorry, ich bin ein bisschen spät reingekommen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, aber viele von uns haben schon viel davon gehört oder geblockt über die Gamergate-Kontroverse und alles, was damit zu tun hatte und online Mobbing und online und die Konsequenz davon ist, es hat schon seit Jahren, es passiert schon seit Jahren. In der Konsequenz ist jetzt passiert, dass man jetzt auch mal einen weiblichen Charakter spielen kann. Was denkst du darüber? Können wir mehr Inklusivität erwarten in dieser Richtung? In diesen festen, männerdominierten Blickweisen darauf, auf die Skripte? Wie können wir dafür sorgen, dass mehr Diversität dort Platz hat und größere Einfügung von mehr Perspektiven als eine cis-hetero-männliche Perspektive? Ich denke, seit 2012 ist das tatsächlich auch schon passiert. Ich wusste echt nicht, was in 2014 passiert ist, wenn jemand Gamergate mir gesagt hat. Ich denke, so viel ist passiert, seitdem so viel hat sich geändert, wie wir Spiele sehen, wie wir Charaktere in Videospielen sehen, alte Frauen, wie in dem Friedhof. Bloß weil wir mehr Charaktere in Videospielen haben, macht sie nicht inklusiver. Es geht auch um Identität. Es geht auch um die Mechaniken des Spiels. Dieses Spiel, ich habe keinen Spaß daran, es zu spielen. Es ist mehr eine Art Werkzeug. Es ist mehr so eine Art PowerPoint-Präsentation, eine bessere. Die Mechaniken von Spielen können also auch sehr queer sein. What is your approach and opinion on the new aesthetics art movement? What is your approach to and your opinion on the new aesthetics art movement? New aesthetics art. Was ist deine Meinung zum New Aesthetics Art Movement? Jan antwortet sehr verwirrt. Entweder weiß er genau, was es ist, oder hat keine Ahnung.
2000s. There's can you start a game again? That came Sorry. Out in the early 2000s called Siberia. In einem Spiel aus den frühen 2000ern namens Siberia gibt es eine sehr starke weibliche Perspektive und die Herrin, Heldin wird sehr, sehr mächtig und löst die ganzen Mysterien und ich habe mich gefragt, ob du eine geheime Sammlung hast, solcher Spiele mit Heldinnen, die Kraft durch die Narrative des Spiels bekommen. Ja, eigentlich habe ich nur die Spiele, die ich als Kind gespielt habe, aber diese Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin, die hatten halt so einen Impact auf mich. Und jetzt weiß ich nicht mehr so richtig, was mit Spielen los ist. Und das sehr bizarre Ding über diese Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin, ist, dass ich sehr von denen indoktriniert wurde. Ich habe es einfach nie in Frage gestellt, warum Frauen die ganze Zeit sterben, warum Frauen nur über diese eine Sache reden, was Liebe ist. Nicht mal Sex, es ist einfach nur Liebe. Und dieses sehr Klischee-Konzept, während Männer, yeah, lass uns die Bösen bekämpfen, du wirst immer mit mir in Sicherheit sein, bla bla und so weiter. Was mich sehr fasziniert darüber ist, dass ich persönlich das einfach so in meine persönlichen Beziehungen reingenommen habe. Und wenn du mit diesen Spielen aufgewachsen bist und diese ernst genommen hast, dann musst du, oder dann ist es sehr gut, sich davon zu emanzipieren, von diesen Klischees, sonst. Ja, diese Spiele haben sehr mit mir geredet, aber nicht nur gute Dinge. Natürlich möchte ich wen, die für mich vor eine Kugel springt und so, richtig? Ich meine. Entschuldigung, bin ich ein bisschen abgeweicht von der Frage? Ah, scheiße, sorry. No, I don't keep a catalog, sorry. Nein, ich habe keinen Katalog, sorry. Okay, mic number one. Okay, Mikrofon eins. You talked about the game as an elaborate du hast PowerPoint über das Spiel wie eine komplizierte PowerPoint-Präsentation geredet. Und ich frage mich, wie würdest du die Zukunft einschätzen, als wie Spiele da als Performance-Tool benutzt werden können? Ja, ich habe nicht wirklich viel mit der Spielindustrie zu tun. Ich weiß da nicht viel drüber. Ich weiß auch nicht viel über Bürokratie von Spieleentwicklungen und Veröffentlichungen. Aber ich denke, diese AAA-Studios, die wirklich große Spiele machen, wie, was weiß ich, Fallout 76, wo sie auch sehr schlecht drin waren, und eins geliebte Firmen wie Bethesda, die wirklich Klassiker gemacht haben, die immer schlechter werden, mit Spielen, die einfach ein paar Millionen, Billionen, ich weiß es nicht, Dollars machen müssen. Und ich weiche wieder ab, also was will ich damit sagen? Ich glaube, es ist gut, eine gute Evolution davon, was Spiele sein können. Spiele müssen nicht mal schön aussehen, um nett zu sein. Auch all diese sehr populären queeren Spiele, was du queere Spiele nennen würdest, sind Indie-Spiele. Und ich bin sehr froh, dass AAA-Titel, ich interessiere mich nicht für die, weil ich einfach ein bisschen gierig werde. Also bin ich sehr begeistert dafür zu sehen, was Spiele in der Zukunft machen können. Beantwortet das deine Frage? Ja, ein bisschen. Ich würde auch gerne wissen, wie ein Spiel ist nicht einfach nur da, für andere Leute zu spielen, sondern auch für dich, um zu präsentieren. Und ich frage mich, was für ein Genre das ist. Ob das ein Genre der Zukunft ist. Ja, gute Frage. Eine sehr gute Beobachtung. Ich würde sagen, dieses Spiel kann von dir gar nicht gespielt werden, weil ich habe es nicht hochgeladen und so. Aber warum würdest du das spielen? Du bist ja nicht Jenny Vorfahrt. Ich kann mich nur selber spielen, richtig? Also würde ich sagen, das Genre wäre eine Erweiterung. Willkommen in meiner Fantasiewelt, Leute. Ja. No, you can't play the game, sorry. Nee, kannst du nicht spielen, sorry. Okay.
Okay, there are no more questions. Okay, keine weiteren Fragen. Vielen Dank für den einspielbaren Charakter Jenny Vorfahrt. Jan Berger.